Und weiter geht's, weiter runter geht's mit dem Kryptomarkt. Kein Grund zur Freude, aber auch kein Grund zur Angst. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Patrick. Wir schauen uns heute kurz an, wie das ausschaut. Wir schauen uns auch Ethereum an, was meiner Meinung nach fast am meisten darunter leidet, nebst den ganzen natürlich ICO-Tokens, die in 2017 so Furore gemacht haben. Der Grund ist relativ simpel, wie ich finde. Und das hört man auch immer wieder von diversen Quellen, dass das nun mal einfach so sein muss, weil halt einfach der Anstieg in 2017 sehr stark war. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze hier ausschaut. Wir haben hier den Fear and Greed Index. Wir sind mittlerweile bei 16. Das ist sehr tief. Tief heißt viel Angst im Markt. Dieser Fear and Greed Index, der wird gesammelt mit Google Trends. Soziale Medien werden abgegrast. Und da hat es künstliche Intelligenzen, die das Ganze dann zusammen mixen und mischen und so einen Index erstellen. Und diesen Index hier gibt es auch im klassischen Börsenmarkt schon sehr lange. Wir sehen hier auch, wenn wir die Historie anschauen, dass wir hier einmal unter 10 waren. Der hat ja erst im Februar haben die den gestartet, diesen Index. Deshalb haben wir keine Daten, die weiter zurückreichen. Aber wir sehen hier immer, wenn wir so um die 10, 15 rum sind, das ist der Moment, wo das Ganze dann wieder sich eine Kehrtwende erfahrt. Und ich ganz persönlich glaube nicht, dass das so viel weiter runtergehen wird, wie wir heute sind. Ich weiß, sage ich sonst gar nicht. Ich habe keine Glaskugel. Ich habe einfach so das Gefühl, wenn man die ganzen News anschaut, wenn man schaut, was die New York Stock Exchange macht, die ganzen ETFs, die da noch in der Vernehmlassung sind. Sie wurden verschoben und nicht abgesagt. Ich sage, wenn wirklich die Regulatoren hier kein Interesse daran haben, irgendwelche Krypto-ETFs zu lancieren oder zu genehmigen, besser gesagt, die lancieren die ja nicht selbst, dann hätten sie das schon lange abgeschmettert. Und ich denke, dann wäre auch nicht Bitcoin und Ethereum ganz offiziell als Nicht-Security deklariert worden. Das ist ja alles offiziell vom Staat gemacht worden. Und ich denke, wenn das alles hier keine Zukunft hat, lassen wir jetzt mal die Technologie außen vor, die für mich ganz klar die Zukunft hat, dann hätte man das alles schon lange abgelehnt und verboten, wie auch immer. Genau. Es kann noch vieles passieren, ich weiß es nicht, aber ich habe einfach irgendwie das Gefühl, es kann zwar noch weiter runtergehen, das kann es immer. Aber ich habe das Gefühl, so extrem, wie das gerade gemacht wird oder von den Medien zum Beispiel aufgebauscht wird, so tief wird es nicht gehen. Man muss auch immer klar sehen, da hat es ganz, ganz viele Mächte hinten dran, die haben ein großes Interesse daran, dass das Ganze noch tiefer geht, weil sie einfach auch günstig einkaufen wollen. Und meistens ist es so, dass wenn die Masse, die Mehrheit, ich sage mal, die neuen Investoren, die eben nicht so wissen, wie ein Markt funktioniert, gehen dann raus, wenn die Großen reinkommen. Das ist eigentlich fast immer der Fall. Gut, dann schauen wir uns ganz kurz das CoinMarketCap an. Wir haben die Dominanz von Bitcoin, die wieder sehr stark angestiegen ist. Das ist eben auch so, dass viele ihre ICO-Tokens verkauft haben, vielleicht auch nicht mehr daran glauben, vielleicht auch Angst bekommen haben. Und dann haben wir natürlich auch Ethereum, das zeige ich euch dann hier gleich noch, was extrem stark gelitten hat unter dem Ganzen. Das ist für mich eigentlich klar. Moment, ich gehe da kurz auf den Ethereum-Chart. Genau, hier ist er. Der hat ziemlich stark gelitten. Man muss natürlich ganz klar sehen, Ethereum ist im 2017 extrem gestiegen und der größte Anstieg verdankte Ethereum natürlich diesen vielen ICOs, die da gemacht worden sind. Ganz viele darunter waren Scams, die haben natürlich ihre Ether so schnell wie möglich wieder verkauft und in Fiat umgewandelt oder vielleicht auch in Bitcoin. Und jetzt hat es natürlich viele ICOs, die Geld eingesammelt haben, die haben einen eigenen Token. Das heißt, sie haben eigentlich den Token, der Wert hat, plus Ethereum, das sie eingesammelt haben. Natürlich auch noch Bitcoin und Co. Aber vieles war natürlich hauptsächlich in Ethereum, da das einfach schneller von der Transaktion her gegangen ist und auch
einfacher zu handeln war, weil eben dann meistens auch die Token, die ausgestellt wurden im ICO eben auch ERC20 Tokens waren und das natürlich dann viel einfacher ist, das Ganze zu managen. Und die haben natürlich auch Kosten, zumindest die seriösen Projekte, die es noch immer gibt, die die Produkte weiterentwickeln, die ein Team haben, das gewachsen ist, das auch Geld benötigt für den Betrieb dieses Teams. Die Löhne müssen bezahlt werden, die Entwickler und das Ganze, die Infrastruktur, wenn man dann braucht. Das kostet Zeit und Geld. Und wenn man natürlich dann schaut, dass die Bestände, die man vielleicht in Ethereum hat oder der eigene Token, so an Wert verliert, dann geht man natürlich hin und will nicht noch mehr verlieren, weiß auch, dass man eben die Kosten hat und tauscht das wahrscheinlich dann eben in Fiat, vielleicht ein Teil auch in Bitcoin. Das ist natürlich eine Mutmaßung, aber ich gehe stark davon aus, dass das der Hauptgrund ist für den Abstieg des Ethereum und da gehen natürlich viele hin und verkaufen eben Ethereum und deshalb sinkt natürlich auch der Preis. Weil eben wie gesagt, der Hauptgrund für Ethereum war natürlich einfach, dass es als ICO-Plattform dient. Und ich denke, alles, was nicht mit ICOs zusammenhängt, da liegt der Wert von Ethereum wesentlich tiefer. Ich weiß nicht, wie viel, kann ich auch nicht sagen, aber ich denke, er nähert sich dem langsam an. Und deshalb, ja, sieht das so aus für Ethereum momentan. Bei Ethereum ist es natürlich auch so, dass wir mit Tezos, EOS und was da alles noch kommt, neue Plattformen kommen, die zwar nicht den Ethereum ersetzen wollen, die vielleicht auch zum Teil andere Merkmale haben, die Ethereum nicht hat und vielleicht je nach Betrachtungswinkel nicht in direkter Konkurrenz damit stehen, aber trotzdem sind es nun mal einfach Plattformen, wo man das alles auch mehr oder weniger machen könnte. Und das kann auch ein Grund sein, weshalb die hier Ethereum nach unten geht. Wobei man ganz klar sehen muss, Ethereum hat einen großen Vorteil. Ethereum gibt es schon länger, gibt es ein paar Jahre. Die anderen, die ich genannt habe, sind ganz neu auf dem Markt. Sie haben noch nicht einmal ein Mainnet. Gut, EOS hat jetzt ein Mainnet, das von Tezos sollte noch kommen. Aber dort ist es einfach so, dass die sich zuerst beweisen müssen, ob das auch funktioniert. Das Ganze muss adaptiert werden. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht nicht ein paar Monate, es geht ein paar Jahre, wie Ethereum das auch gemacht hat. Und bis dahin hast du vielleicht Ethereum schon wieder irgendwelche Upgrades, Updates erhalten, die das dann wieder viel, viel schneller machen. Skalierbarkeit und so weiter, dieses Thema. Wir werden sehen, wir wissen es nicht, aber ich denke, der Hauptgrund ist nun mal eben die Geschichte von wegen den ICOs. Dann hier Bitcoin ist hier auch der Chart, der mir eigentlich sagt, wir haben ein kritisches Level erreicht. Gehen wir noch tiefer oder gehen wir nicht tiefer? Ich kann es mir nicht so gut vorstellen, weil eben auch die News eigentlich sehr, sehr gut sind. Es gibt immer wieder natürlich negative News und die bewirken halt in einem Bärenmarkt, wo wir uns befinden, dass der Preis sinkt. Gute News bewirken in einem Bärenmarkt eher nicht viel. Ja, und ich meine auch, das Ganze kann natürlich dann zum Anlass genommen werden, um den Bitcoin-Preis eben noch tiefer zu kriegen. Und den will man natürlich tiefer kriegen, das ist ganz klar. Weil natürlich die Großen, wenn sie denn einsteigen, die wollen günstig einsteigen. Und die haben die Macht, die haben die Mittel. Ich denke hier, der Anstieg hier, der wurde ganz klar auch von denen genutzt. Ich meine, die haben auch eine Roadmap, die wissen auch, was sie machen wollen. Die können natürlich hier auch sagen, hey, wir wollen Futures lancieren, das kriegen wir durch. Und wir wollen dann viel Geld verdienen mit dem und gehen vielleicht hin und kaufen hier, was das Zeug hält. Die Masse kommt rein, der Preis steigt noch weiter und wenn wir dann Futures haben, dann shorten wir das Ganze und verdienen hier auf dem Abwärtsweg nochmal viel Geld. Übrigens auch alle, die traden, die aktiv sind, verdienen hier Geld. Für uns Hodler ist das natürlich sehr doof, vor allem wenn wir hier gekauft haben, weil wir natürlich Geld verlieren. Das heißt, wir verlieren es nur, wenn wir es wieder in Fiat tauschen. Wenn wir es halten, verlieren wir nichts. Wir brauchen aber Geduld, sprich eben viel Zeit und das haben die wenigsten. Für mich ist Krypto nach wie vor ganz klar die Zukunft und das hat für mich auch nichts mit dem Preis zu tun. Auch wenn das Ding irgendwo auf hier 2000, 3000 runterfällt, ist trotzdem die Zukunft.
Das ist ja nur eine Momentaufnahme und hat nichts mit der Technologie eigentlich an und für sich zu tun, sondern hat mit dem Markt zu tun, mit den Marktteilnehmern. Was die vorhaben, das wissen wir meistens nicht. Vor allem nicht die, die diesen Markt hier steuern können. Wir reden hier nicht von uns Kleinen, die eben so YouTubes machen und YouTubes schauen in diesem Sinne, sondern von den Großen, die wirklich viel, viel Kohle drin haben. Die können das Ganze hier steuern, wie sie wollen. Aber wie gesagt, wir sind ja an einem kritischen Punkt angelangt, wo sich entscheiden wird, gehen wir noch weiter runter oder nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch weiter runter gehen und dann, wenn wirklich alle sagen, jetzt ist vorbei oder jetzt gehen wir auf 3000 oder so, ich denke, das kann ein guter Zeitpunkt sein, wo dann die Großen reinkommen und sagen, so, die Leute haben alle den Mut verloren, das ist gut so, jetzt wird es günstig, jetzt kaufen wir ein. Man muss auch ganz klar sehen, die ganzen tollen News, die wir haben von eben New York Stock Exchange, diese ganzen Fonds, die da aufgesetzt werden und die großen Institutionellen, die rein wollen, die ETFs, die hier eben kommen sollen, ob die gut oder schlecht sind, lassen wir mal außen vor. Die müssen natürlich alle sicherstellen, dass der Markt hier möglichst reguliert ist und eben auch legal das Ganze. Die haben Shareholders, also Aktionäre zum Teil, denen sie Rapport abliefern müssen, die müssen Auditing machen, die können nicht einfach irgendwo investieren in irgendein Asset und dann, ja, blöd gesagt, irgendwie alles verlieren und dann müssen sie natürlich dann Rechenschaft ablegen. Das geht einfach nicht, das könnt ihr nicht machen, wenn ihr so große Institutionen sind. Wobei ich natürlich auch davon ausgehe, dass da einige vielleicht schon indirekt was gekauft haben, aber es war nie offiziell und nie in der Menge, die man haben könnte. Was ich natürlich noch dazu sagen muss, bevor wir das ganze Thema hier abschließen, das ist hier kein finanzieller Rat, also ich sage niemandem, er soll hier kaufen, weil ich kann es nicht wissen, es kann noch viel tiefer gehen, es kann aber auch wieder kehren irgendwo hier. Ich weiß es nicht ganz klar, das kann keiner wissen, egal welche Telegram-Gruppe oder welches Video ihr schaut auf YouTube, das kann kein Mensch wissen, auch wenn er es behauptet. Bevor ich jetzt wirklich abschließe, hier noch ganz ein wichtiges Thema. Ich denke, viele von euch haben das mitgekriegt, was in der Türkei los ist. Von Griechenland, Italien, Venezuela und so reden wir schon gar nicht. Aber das Neueste ist ja natürlich Türkei, dass da die türkische Lira extrem nach unten geht, extrem viel an Wert verliert und zwar in einem ziemlich rasenden Tempo. Man sagt, dass viele dort in Krypto gehen, besonders Bitcoin kaufen. Kann auch sein, dass deswegen der Preis hier noch nicht so stark nach unten geht. Aber es geht mir eigentlich auch gar nicht hier um den Preis, sondern es geht mir darum, dass das für viele ein sicherer Hafen ist. Wir sehen auch, dass Gold runtergeht, Silber ebenso. Also von wegen Gold und Silber ist ein sicherer Hafen. Zumindest sagt uns das die Börse, die Zahlen, die dort stehen, überhaupt nicht, denn das geht runter und nicht hoch. Die Kryptos aber werden gekauft. Und die Frage ist natürlich, weshalb machen denn das die Leute? Das machen sie übrigens auch in Griechenland und Venezuela. Und das Ganze liegt eigentlich auf der Hand, weil eben Bitcoin dezentral ist. Es gibt keine Regierung, die das abschalten kann. Natürlich, die Regierung kann es verbieten, kann es als illegal erklären. Dann wird es ein bisschen schwieriger, vor allem wenn ihr dann von Fiat, also Euro, US-Dollar oder eben die Lira dann Bitcoin kaufen möchtet, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber das kann man jederzeit over the counter machen, also über die Straße, per E-Mail, per Telefon, was auch immer. Man kann die auch so transferieren. Man braucht nicht mal unbedingt Internet dazu. Kann man Bitcoin-Transaktionen machen. Und weil es eben auf der Welt verstreut ist, weil es tausende von Rechnern sind, die das ganze Netzwerk stützt und da kann keine Regierung das einfach abschalten. Es müsste die ganze Welt stromlos gemacht werden, damit man das verhindern kann. Und ich denke mal, ja, ist wohl logisch, dass das nicht passieren wird. Und deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass das eben für viele ein sicherer Hafen ist. Was ich damit auch sagen möchte, ist natürlich, es ist immer noch ein Risiko, das ganze Bitcoin. Logisch, das ist es immer. Alle Investitionen birgen ein Risiko. Hier haben wir natürlich ein größeres Risiko, weil es ein neues Produkt oder eine neue Asset-Klasse ist, wenn man so will.
Aber man hat auf der einen Seite die Großen, die Interesse daran haben, die Regierung, die sich darum kümmern, die Leute, die in Ländern wohnen, wo die Regierung komplett versagt hat und natürlich das auch gewusst haben, schon vorhin, aber natürlich jetzt probieren alles, die jetzt aber alles daran setzen, dass eben die Leute nicht von Fiat in irgendwas anderes gehen und das natürlich versuchen zu unterbinden. Ich kann mir gut vorstellen, dass in der Türkei das irgendwann auch kommen wird, dass sie vielleicht sogar sagen, Bitcoin ist illegal, Bitcoin wird verboten, weil sie eben Angst haben, dass die Menge dann eben in Bitcoin geht und natürlich so ihre länderspezifische Währung noch mehr an Wert verliert. Also die, die eigentlich das Ganze verursachen, die eigentlich schuld an dem Ganzen sind, die haben eben auch die Macht, zum vieles zu unterbinden. Aber wie ich schon gesagt habe, es gibt ganz andere Wege, wie man eben an diese Bitcoins und Co. kommen kann. Und das ist einer der Gründe, es gibt viele Gründe, weshalb ich hier hinter Krypto stehe, ist aber einer der Gründe, eben diese Staaten, die falsch wirtschaften in diesem Sinne, dass eben sowas überleben wird und vor allem, weil es eben dezentral ist. In diesem Sinne, lasst mir doch einen Daumen hoch da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare rein, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Lasst die Ohren nicht hängen oder den Kopf besser gesagt nicht hängen. Macht das, was ihr für richtig haltet, nicht das, was ich euch sage, denn ich sage hier eigentlich auch nicht, was ihr tun sollt. Ich sage nur, was aus meiner Sicht hier der Markt macht. Dann kann ich euch nur noch eben einen schönen Tag wünschen. Wir sehen, hören und lesen uns. Bis zum nächsten Mal und tschüss.